Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft, Draro. Was heißt auf Keltisch Hallo? Halloween? Ich habe nachgeschaut. Sie wissen alle nicht. Vielleicht ist es ja auch Whisky Whisky. Oder Rum Rum Rum. Oder Mate Mate. Aber auf jeden Fall probieren wir mal die zu ernten. 3. Okay. Das ist ja, da gibt es nur einen. Was können wir noch machen? Ja, noch mehr? Ernten. 6. Ah, die lassen sich ja oben abschlagen. Okay, sehr gut. Haben wir noch ein paar? Rudolf mit der blauen Nase ist auch noch. Ding. Jetzt können wir hier nochmal Saft machen. Hier ist ein Safter. So. Heute werden wir ein bisschen erkunden und aus dem gibt es gar keinen Saft, ja. Mist, ja, schade, aus den anderen aber, wo sind die Himbeeren? Himbeer, da. So, jetzt Himbeersaft. Haben wir wieder Munition. Sehr schön. So. Also. Wir gehen mit dem Rentier. Ups. Mal ein bisschen in den Südwesten. Gehen wir zuerst mal hier hoch und schauen runter. Ja, heute wollte ich mal mit Xcarus LP meinem Techniker aufnehmen, aber hat leider nicht Zeit. Deshalb vielleicht morgen oder übermorgen, je nachdem. Und für alle, die gerne auch mitspielen würden, ihr dürft mitspielen, müsst nur mich anschreiben, weil ich mache das privat, da der Server sowieso weitlistet ist. Und je mehr mitspielen können und wollen, desto mehr Spaß macht es natürlich auch. Also es tut nicht nur euch gut, für das Let's Play nicht, ja. Also tut es relativ gut und auch einfach für, ja, vor allem eben auch mich. Nicht nur euch, auch mich. Stellt euch mal das vor, für mich macht es auch gut. Aber ja, ich bin halt zu wenig für mich, ich bin eher für euch. Ich will, dass es euch Spaß macht. Vor allem. Und deshalb mache ich mir auch so viel Mühe und spiele recht lange manchmal auch ohne euch, um das langweilige Zeugs zu machen. Und alles, was ihr braucht, mache ich natürlich in der Aufnahme. Das, was ihr sehen wollt. Und ihr dürft gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr sehen wollt. Und wir haben ein tolles Gebirge. Oh Gott. Wir nehmen hier nochmal die Bären. Das sind, glaube ich, die normalen. Leider ist das Rentier recht langsam im normalen Wildbären im Sinken. Ich weiß nicht, ob man in... Oh, das leckt es gerade. Sie sind ein bisschen verbuggt, also sie brauchen zu viel. Ja, Shift dürfen wir nicht drücken. Wir stürzen sonst runter. Also wir verlassen das Tier. Das ist nicht... Ich glaube doch, bei den Pferden ist es auch so, oder? Boah, jetzt weiß ich das schon nicht mehr. Keine Ahnung. Also, ich bin halt immer noch ein bisschen erkältet, aber, also die Stimme ist ein bisschen kratzig. Und das ist einfach auch wegen der Heizung. Und hier haben wir wieder ein Gebirge, ein Gletscher scheinbar. Ja, wir kommen leider kaum vorwärts jetzt momentan. Ja, es geht schon ein bisschen schneller. Aber das ist doch ein gutes Gebiet für unser Ding. Also hier hätten wir Kühe, also wenn jemand ein bisschen weit im Keltenreich Ding hier hätten, hättet ihr Kühe. Aber ich will kurz schauen. Jersey Kalf. Okay. Sind leider alles Kalf. Cow, Kalf. Ja. Kalf sind Jungen. Die Kälber. Ja. Also, der Xcarus war so nett und die Spawnrotte der bösen Tiere hat er runtergesetzt, weil die sind ein bisschen verpackt. Oder ganz ausgemacht, glaube ich. Weil, wenn sie verpackt sind, müssen wir sie nicht auf dem Server haben. So, hier drin ist sicher was. Leider, Iglu, musst kaputt gehen, aber
Ah, das ist der Teppich, okay. Dachte ich schon. Oh, ist das ein Dungeon? Das ist aber eine Druckplatte, oder? Nee. Ah, okay. Interesting. Ja, was machen wir mit dir? Wir lassen dich halt hier. Ich kann dich zwar noch nicht retten, ich weiß es auch nicht mehr genau, wie das geht. Aber, ja. Der rote Teppich ist noch ein bisschen merkwürdig. Ah, ist doch nichts hier. Eiselsteinsee, da könnte das drunter sein. Die sehen so schön aus, die müssen wir unbedingt... Ja, ich wusste es. Ich bin immer vorsichtig bei Steinen wegen den... Ja. Ah, ehrlich, okay. Ah, Eisen. Das ist einer. Immer wenn sie länger gehen, dann sind es diese Fischchen. Aber solange sie nicht nebeneinander sind, kann auch nicht mehr als eine ausbrechen. So, schön, haben wir so einen Druidri. Weiß nicht mehr genau, von welchem Mod der ist. Von einem dieser Magie-Mods ein Dungeon gefunden soll. Ein Schlupfwinkel. Sehr schön. Ah, da ist noch so eine Hütte. Haben wir kurz schlafen. Oh, nicht so schnell jetzt plötzlich. Ja. Wir haben halb voll, also wir müssen da nicht so viel Zeugs mitnehmen. Da ist der Schlafsack. Such so lange. Weil er weiß ist. Nö. Wir können jetzt gerade noch nicht schlafen. Ab vor dem Druidri-Haus dort hinten. Das ist ein anderer. Ich brauche unbedingt das Schwert. Lostone, okay. Wir müssen das Schwert dann noch machen. Oh, jetzt ist gelb-rot. Okay, sehr schön. Nicht mehr grün-rot. Ja, es könnte noch einige Zeit gehen. Was machen wir jetzt? Schauen mal, ob es irgendwas Neues gibt. Hartfisch. Trocken haben wir. Baumwolle haben wir. Spinat haben wir noch nicht. Schneeball auch. Sellerie nehmen wir mit. Weißkohl nehmen wir auch mit. Ja. Sehr gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Eine Eule. Nochmal mehr Appetit. Nicht Appetit, sondern Appetit. Nein. Was mache ich jetzt? Boot brauchen wir nicht mehr. Wir sind frei, wir können übers Wasser segeln. Oder schon fast fliegen, ne? Ach komm. Irgendwie träume ich die Häuser. Immer auf der anderen Seite. Hallo. Gut. Was legen wir rein? Steinsiegel. Ah, Bronze-Ingot. Gravesdust, okay. Weizen. Wurftrank der Schwäche, braucht niemand. Kohle, Kohle. Schwarzbrot, ne. Heftschar brauchen wir eigentlich auch nicht. Der Sattel ist wichtig. Und das haben wir das Pendulum. Die Kiste. Absinthe. Ja, Rocknorm haben wir doch. Ich glaube Rocknorm. So. Noch so ein Kübel. Kessel. Und in die andere Seite. Also wir wollen jetzt noch einen Kreis machen. Oh, aber die sind auch böse, oder? Kojote. Aber ist nicht so schlimm.
Wir greifen die einfach dann irgendwann mal mit dem Bogen an. Und jetzt hat es gerade ein Lag. Okay. Es hat irgendwas nicht geladen oder nur langsam. Oder es ist eben ein bisschen verbuggt, dieses Animal Bikes-Zeugs. Ja, wenn wir jetzt nicht übers Wasser müssen, dann lassen wir das Rentier zu Hause. Ist natürlich schon ein bisschen nervig. Oh, krass. Ich glaube, das ist sehr gefährlich hier, aber das will ich mir kurz anschauen. Ja. Okay, merken wir. Ein kaputtes Schiff. Sehr schön. Ein Schiff, das an Land gespielt wurde und umfiel. Merkwürdig. So. Wir brauchen natürlich noch mehr Loot. Ohne Hexe. Nein, nicht vergiften. Rote Beete. Magic Tiefer. Nehmen wir auch nicht mit. Deathman's Blut. Ja, aber lass mich doch bitte auch ein bisschen lebendig. Das blöde Gift. Das ist einfach zu stark. Grapefruit. Essensration braucht niemand. Er braucht schon Essensration. Ich glaube, ich habe bald ein bisschen Platzproblem. Platzproblem für den Trago. Ja, er braucht schon Wolle. Er braucht schon Teppich. Und der Rest ist eigentlich nicht so. Foxglove Seeds. Ich die mitnehmen? Mit was denn austauschen noch? Große Frage der Größe. Ah, das ist noch irgendwas Rot. Und das ist Glowstone. Das ist es. Er braucht schon Spinat. Er braucht schon eine Spitze. Okay. Ja, Glowstone Stab. Jetzt können wir das Schwert, glaube ich, machen. Ja. Wir können das starten. Schwer noch. Endlich. So, wir müssen zum Haus. Hier hätten wir auch noch Olivenblätter, oder? Also Olivenbaum. Nein, Silberlinde. Das haben wir, glaube ich, auch schon geholt. Das werde ich mal holen, wenn ich dann mal wieder nicht in der Aufnahme bin. So, noch 500 Meter. Herz schlägt. Muss das sein? Jo. Hier noch einmal ringsum. Oh, bitte nicht lecken. Also es ist kein Leck, es ist ein Bug, dass die Tiere einfach nur in der Luft schweben, obwohl es nicht leckt. Keine Ahnung. So. Aber ja, wir haben einfach viel zu viel Hunger. Also, das erste ist das hier. Wir brauchen die Ingots, Gated Iron, aber da brauche ich doch zwei noch. So. Unbedingt das Schwert machen. Ist es ein Zweier? Nee. Neun Angriffsschaden. Ist viel besser. Sehr gut. Das ist natürlich hier oben schon mal rein. Da hinten ist es ja. So. Sattel können wir auch hier rein tun. Da machen wir auch dieses Teil, also die Sachen, die wir nirgendwo haben, auch hier rein. Dann noch hier das Zeugs. Souls and Parts. Nein. Okay. Wir haben alles noch nicht, scheinbar. Ah, Kopfsalat, also Weißkohl. Haben wir schon mal? Nein. Hafer. Okay, das pflanzen wir alles an jetzt. Und, Stahlbahn. Eisen. Erz. Alles anpflanzen. Jo, also. Ah, jetzt ist endlich auch der Kürbis fertig. Sehr gut. Also ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht, wie ich das Haus jetzt mache.
jetzt ist der Ding kaputt hier. Ist irgendwo ein Vier runtergestürzt und dann kaputt gemacht. Ja, ich brauche nur einen. Also, wo haben wir den Platz? Kein Platz, mehr alles. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Steckrübe. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen irgendwas Unnötiges. Ah ja, zum Beispiel wohnen. So. Da Weißkohl noch. Machen wir noch Hafer. Und Wormwood können wir auch entfernen. Wormwood. Das ist nämlich Foxglove. Und Sellerie. Ah ja, hier hätten wir noch ein paar Plätzchen frei. Ach komm, ich pflanze hier nichts an. Ernten tun wir nur die Beeren und nämlich nur die Himbeeren. Und eigentlich die Ding auch ersetzen. Also die ersetzen wir. So. Weil wir brauchen nur die Himbeeren. Wir machen Sirup, sagen wir in der Schweiz. Und Saft aus Himbeeren. Ein Getränk sozusagen. Sirup ist, glaube ich, französisch für Himbeersaft. Wer das genau weiß, darf man es gerne sagen in die Kommentare. Ich weiß es nicht genau. Also ein bisschen lassen wir noch das Teil. Die dunklen. Huckleberry. Huckleberry Finn. Kennt ihr das? Das ist, glaube ich, eine Geschichte oder so. Ein Buch. Diese Sprossen, die sind so fein. Ja, Bambussprossen. Oh. Okay, alles für oben. So. Ja. Sehr gut. Was ist dann drauf? Band 2, okay. Schön. Also, wir haben 27 Level. Ich möchte ja irgendwo noch farmen. Das können wir eigentlich in der Mine machen. Deshalb machen wir noch was Spitzhacken. Und dann haben wir eine verzauberte Diamantspitzhacke. Wir können noch mehr minen. Und wir gehen im nächsten Part ins Nether. Ja, wir müssen in der Farmwelt das Nether machen, weil das ist dann. Hier ist sowieso das Bauneffer. Genau. Also noch mehr grüne Wolle, weil wir wollen natürlich das Schiff angreifen. Wir könnten es eigentlich relativ gut machen. Aber ja, wir machen eher das mit dem Bogen. Dann. Weil das ist einfach safer. Weil die sind natürlich im Nahkampf verbuggt. So. Also dann. Home. Mine. Und direkt weiter. Meinen, bis wir Level 30 sind. Sehr gut. Haben wir noch genug Zeit? Ja, 12 Minuten haben wir sicher noch Zeit. Sehr gut. Also ich muss dann noch mehr Obsidian bauen. Das werde ich auf den nächsten Part auch machen, wenn ich die verzaubert habe. Ich habe nur noch Level 30. Das könnte vielleicht klappen, dass ich das aber noch verzaubern zeigen kann. Wenn mein Internet wieder besser ist, kann ich jetzt auch 30 oder mehr Minuten machen. Dankeschön auch für alle, die dranbleiben. Und meine Parts ja, ziemlich ganz schauen. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, wie lange ihr schaut oder geschaut habt. Das nimmt mir auch manchmal ein bisschen Wunder, weil Analytics sagt jetzt nicht so viel aus. Weil die meisten sowieso nur kurz immer reinschauen. Wäre mal schön zu sehen, ob ihr wirklich auch lange schaut und gerne schaut. Ist natürlich schon ein bisschen wichtig für die Leute, die Videos aufnehmen. Das könnt ihr bei unseren Let's Player oder Videomacher auch bringen. Ja, jetzt kommt der Part halt wieder spät, aber ich habe noch Fußball geschaut. Frankfurt hat 3-0. Also 0-3 gegen
den FC Basel verloren. Und das ist natürlich keine Selbstverständlichkeit. Frankfurt ist viel besser, viel reicher und so. Aber Basel ist natürlich auch eine Macht. Basel ist auswärts, also Basel ist gegen gute Mannschaften immer besser. Ich spiele einfach zu gut gegen gute Mannschaften. Tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, aber es ist einfach, der FC Basel weiß, wie man Giganten schlägt. Ja, ich mache das am besten mal, gehe ich zurück. Ich gehe einfach mal ein bisschen auch weg von dem. Wenn er auch weggehen würde, der Lavasee. Na gut. Ja. Also mal so. So. Sehr viel, ganz schön viel Obsidian. Oh, bin ich hier jetzt hier? Ich habe die Maus gar nicht dort gehabt, wieso ist es dort gespawnt? Oder habe ich denn das gehabt vor kurzer Zeit? Weiß ich nicht. Vielleicht einfach verzögert gewesen. Sehr viel Eisen für den Drago. Die brauchen wir, also Eisen brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel. Einen Amboss habe ich schon. Und Eisenspitzhacken muss ich jetzt hoffentlich auch nicht mehr herstellen. Ja. Sonst ist leider langsam. Gut, also hier ist leider nichts für uns. Dann gehen wir doch wieder zurück. Der Wind ist so stark, ich konnte heute nicht Fußball spielen. Ich habe einfach anders trainiert. Ein bisschen gejoggt halt nur. Und Fitness gemacht. Ich bin ja jetzt momentan ein bisschen am Boxen, weil ich Oberarme trainiere. Eventuell werde ich sogar Boxer noch. Talent habe ich eigentlich schon im Boxen. Da habe ich die Muskeln nicht, das Gewicht nicht und so. Ich habe leider nur momentan fast 70. Kilo. Das ist sehr wenig für meine Größe. Muss wieder ein bisschen zunehmen. Aber der Sport, der nimmt, das bringt einfach zum Abnehmen mehr. Weil man natürlich mehr Energie verbraucht. Also, ich kann das leider jetzt heute noch nicht zeigen, dass ich jetzt verzaubere. Das machen wir im nächsten Part ganz am Anfang. Aber Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. Ich will jetzt auch nicht gerade so lange Videos machen. Dafür einfach jeden Tag und vielleicht zwei pro Tag. 22, ah, das geht. Können wir noch ein bisschen machen. Aber einfach, dass ihr wisst, dass ich jetzt nicht unbedingt 30 Minuten Videos machen will. Aber manchmal einfach 30 Minuten werden. Weil ja, ihr müsst ja auch schauen können. Ist ja klar, dass ihr manchmal keine Zeit habt, um 30 Minuten zu anzuschauen. Da habe ich auch selbstständig auch klar, das Verständnis davon dazu. Aber ja, natürlich brauche ich auch langsam wieder ein bisschen mehr Fans. Ich habe ja längere Pause gemacht, weil mir die Hardware fehlt. Ich musste alles wieder neu kaufen. Das da ist kaputt. Und der PC, also die Hardware im PC ging nicht kaputt. Und das konnte ich lange nicht machen, bis im Oktober, früher August, glaube ich, war es. Das erste Video gemacht habe und 4 Monate einfach nichts, ja, keine Fans bekommen habe wieder. Und es ist einfach schwer. Wir müssen einfach bedenken, dass wir Let's Player einen sehr schweren Stand haben. Viele gar nicht mehr Let's Playen, nur noch irgendwelche Gameplays machen. Und ich bin noch ein Let's Player, also ihr dürft mich gerne unterstützen, damit ich einfach auch den Leuten an den Let's Play zeigen kann, dass Let's Plays noch ankommen. Ja, Livestreams sind natürlich besser, aber das seht ihr ja, das meist ihr auch nicht, wenn ihr nicht gerade so Livestream-begeistert seid, oder? Ja. Also, ja, dürft ihr mich gerne unterstützen. Nicht, ist es auch nicht schlimm, aber... Ich will ja auch nicht greedy sein, ich sag's jetzt einfach mal, dass es einfach schwer ist für mich. Aber ich habe so viel Spaß... schon mit euch, auch wenn ihr nicht viel schaut. Also, ich weiß es ja nicht. Aber, weil ihr nicht so viel schaut, ich habe trotzdem, ja, sehr gut, ich sehe es, dass ihr wirklich das Projekt mögt.
Aber ihr dürft gerne auch mitmachen. Ihr dürft auch auf dem Server sein und nicht im Let's Play mitmachen. Das wäre ja cool, wenn wir da ein bisschen etwas sind. Dann würden die Parts auch viel mehr Spaß machen, wenn wir wirkliches Rollenspiel machen können. Und nicht nur blöde herumbuddeln müssen. Ja. Aber ja, wir schaffen einfach die Level nicht so und wir finden halt keine Gegner. Also eine Höhle mit Gegner finden wir jetzt gerade auch nicht. Da muss irgendwo weiter oben sein, da gibt es nämlich rote. Hinter uns oben. Das war rot, aber sind wir halt oben. Schade. So. Und ja, der Server muss halt ein bisschen leistungsfähiger noch werden. Da stimmt irgendwas mit ein paar Mods nicht. Aber das dürft ihr gerne da ein bisschen analysieren und, ja, und sagen, wie das geht, wenn ihr es könnt. Aber manchmal sind die Items einfach nicht so richtig platziert oder lassen sich nicht so gut schieben, weil sie irgendwo hängen bleiben, unsichtbar. Und das ist mit Modded Server manchmal so, also so ein paar Mods sind, machen irgendwie Probleme. Das müssen wir herausfinden. Könnt ihr ein bisschen herumsuchen, welcher Mod macht denn Probleme und so. Ja. Wieso ist überall Lava? Ist das wegen dem World Generator so, dass so viel Lava ist? Heftig. So ein Fluss hier. Ah, okay. Okay. Verstehe, da waren wir schon mal. Ich muss unbedingt den Wasserfall irgendwie wegmachen. Es ist da oben Licht, bin ich schon mal da oben gewesen. Hat das Wasser nicht ausgemacht? Ne, ist Lava, okay. Wenn ich doch platzieren drücke, muss ich doch auch platzieren. Oh Gott. Aber hier sind irgendwo viele Monster. Kurz noch Monster suchen. Ja. Sind nirgends hier. Hä? Keine Kohle hier unten. Ich bräuchte nochmal Kohle wegen dem Level. Oder Redstone irgendwo. Nix. Nur Eisen. So, also, dann bis zum nächsten Part. Danke fürs Zusehen und ja, viel Spaß mit anderen Dingen. Dankeschön. Tschüss.